Der, der ein Elektroauto hat, der verbringt seinen Urlaub im Auto, weil er so lange braucht, bis er überhaupt dort ist und wieder daheim ist. Herzlich willkommen zurück hier bei Elon Motors TV. Ja, wer im Elektroauto unterwegs ist, verbringt seinen Urlaub schon unterwegs. Derartige Gerüchte wollen wir hier natürlich in die Realität verwandeln, sodass so spaßige Aussagen wie hier von unserer Persönlichkeit natürlich hier auch richtig untersucht werden. Wir kümmern uns hier bei Elon Motors TV um Interviews, um Aussagen von Leuten, die so tun, als wenn sie Ahnung hätten, aber dann von mir zerpflückt werden. Das seid ihr von mir gewöhnt, das habt ihr auch in der letzten Woche gesehen. Gestern wollte ich eigentlich schon die neue Woche starten, aber die Ereignisse in der Ostukraine waren natürlich zu mitnehmend, sodass ich natürlich auch gesagt habe, das ist jetzt wichtiger, als über die Elektromobilität sich zu unterhalten und der Energiewende. Aber heute ist es soweit, wir machen weiter, wir sind da. Ich möchte euch heute das neue Format näher bringen. Vielen Dank auch für die große Zustimmung der letzten Woche. Viele neue Abonnenten seien dazugekommen. Ihr seid wieder herzlich willkommen hier und so geht es jetzt auch weiter. Ich versuche unter der Woche für euch Beiträge zu liefern und natürlich das Ganze strategisch zu bewerten und auch zu folgern mit meinem Background aus 7 Jahren mittlerweile Elektromobil und natürlich 30 Jahre Autoenthusiasmus und entsprechenden technischen Analysen dahinter. Also viel Spaß, wir haben viel zu tun heute. Wir schmeißen uns auf journalistische Aussagen, die man so nicht stehen lassen kann. Ich zeige euch den Lobbyismus, der versucht, die Elektromobilität zu bremsen. Wir analysieren auch große Geister wie David Precht, der bei Markus Lanz sich auch über die Elektromobilität geäußert hat. Das alles wird hier untersucht. Wir haben ja in der letzten Woche unseren neuen Verkehrsminister schon gesehen, wie da die Automobilindustrie und die Politik sofort eingegrätscht sind, als er ganz offen und ehrlich was sagen wollte. Sofort waren wir dazwischen. Das schadet unserer Automobilindustrie langfristig, denn damit ist sie dem Untergang geweiht. So kann es sein, wenn sich das bewahrheitet, was ich euch letzte Woche schon gezeigt habe. Wer noch nicht abonniert hat, ihr seid herzlich willkommen und schaut auch nach, was letzte Woche hier gezeigt wurde, denn dort wurden diese Themen analysiert und da seht ihr auch, wie schwer es ist für eine Automobilfirma, die noch 95% Verbrenner mit natürlich auch Hybriden baut, die dann so tut, als wenn sie den Klimawandel stoppen will. Die einzige Firma, die das ehrlich machen möchte, ist Tesla. Das seht ihr hier auch im Impact Report. Da lade ich euch natürlich auch ein, den euch selber mal anzuschauen. Tesla existiert nicht, um Autos zu verkaufen und um euch E-Autos anzudrehen, sondern Tesla existiert, um Transport sustainable zu machen. Das heißt, Klimawandel zu stoppen und entsprechend, hallo Crush, du bist ja auch dabei, guck mal in die Kamera, das ist unser Kater, der letzte Woche ja schon ein paar Mal hier im Bild war, unser Kleiner war gerade unterwegs, er ist natürlich auch immer zu Fuß unterwegs, aber er saß auch schon im Elektroauto, findet er auch total cool. Aber wir fokussieren uns wieder auf die Realität, wir schauen uns hier Werbung an, wie Werbung mittlerweile bei diesen Legacies, die so tun, als wenn sie den Planeten retten wollen. Der ist No Planet B, das sehen wir auch nochmal hier in der Szene. Und die dann so tun, als wenn sie schon hundertprozentig dahinter stehen würde. Die einzige Firma, die dahinter steht, ist Tesla. Und ob man sie mag oder nicht, ob sie unsere Arbeitsplätze bedrohen, ja, das ist natürlich eine ganz große Sache. Das merkt man überall in Berlin, wie die Gigafactory hier ausgebremst wird. Hier geht es um die großen spannenden Themen, nicht mehr nur um die Daten und was heute wie wann passiert in der Elektromobilität. Wir wollen euch Unterstützung geben, um eure Langfristinvestitionen und die Analyse dieser Disruption sich genauer anzuschauen. Schauen wir hier nochmal den Spot und dann geht's los in die knallharten Facts. Ja, Werbung wie BMW sie macht hier mit der Szene, der Snow Planet B. Wir haben uns in der letzten Sendung angeguckt mit BMW-Analyse. 5% sind Elektro und wie soll man das verkaufen, wenn man hier so tut, als wenn der Klimawandel dadurch gestoppt wird, dass man Elektroautos verkauft, wenn man noch 95% andere verbaut und die dann natürlich auch noch bis in die weite Zukunft tragen will. Ich kann nur motivieren, und das haben wir auch letztens gemacht, die Aussagen des CEOs, Oliver Zipse zu untersuchen, dass wir einfach sagen, ja, je schneller sie erkennen, dass das
nicht durchhaltbar ist bis 2030, desto besser. Wir schauen uns einige Kurven an, kommt mal mit, schauen wir uns das mal an. Ihr habt es gesehen, there's no planet B ist da ganz groß drin und es ist halt einfach schade, dass diese Werbung, die ist zwar schön und gut und zeigt auch eindeutig, dass der Trend Richtung Elektromobilität ist. Man zeigt diese schönen Autos, der i4 und auch der iX sind schön. Aber es ist natürlich schon sehr schwer zu verstehen, warum man dann so tut, als wenn man bis 2030 noch Verbrenner bauen will. Hallo! Dass man bis 2030 Verbrenner bauen will, wenn man dann hier wirklich klar erkennt, dass die Elektromobilität besser ist für den Klimawandel. Hier schauen wir uns mal an, Top-Selling Cars ist auch ein ganz eindeutiger Indiz, dass die Elektromobilität den Durchgang geschafft hat. In Amerika sowieso schon. Meistverkauftes Auto 2021 mit 174.000 Einheiten des Tesla Model Y. Habe ich ja gesagt, wird in 2022 hier bei uns auch das meistverkaufte Auto neben dem Tesla Model 3. Ihr seht es auch jetzt schon täglich, die ganzen Anhänger, die da kommen. Im März wird wieder verteilt, jetzt im Februar ja auch schon die ersten aus dem Quartal 1. Es ist einfach ein super Auto, Preis-Leistung, deswegen verkauft es sich. Aber kauft euch irgendeinen Stromer, Hauptsache keinen weiteren Verbrenner, wenn es nicht ein super Sonderwagen ist. Denn das mit den E-Fuels, das wird noch ein bisschen dauern. Und ihr seht hier auch BMW danach, Mercedes, Lexus, Audi, alle abgehängt, alles Verbrenner. Dieses Bild habe ich euch letztes Mal gezeigt, die Disruption. Ihr seht hier die rote Kurve, das sind die Stromer, wie sie steigen und wie sie in den nächsten wenigen Jahren wahrscheinlich 80% schon kurz vor 2030 haben. Das habe ich euch auch schon ausgerechnet. Schaut mal nach im Kanal. Und hier die Verbrenner, die mit Blau immer weniger werden, immer teurer werden. Und in 2030 wird die kaum einer noch kaufen, außer so ein paar Supersportwagen. Und ihr seht hier auch, die Gesamtaddition sind dann die Grünen. Das heißt, hier der Chipmangel hilft so ein bisschen, dass es runtergeht, aber dann geht die Post ab. Ja, und hier nochmal ein ganz Bild aus 1900, dass ihr mal seht, wie schnell das funktioniert. Innerhalb von 10 Jahren hier in New York, das sind alles Postkutschen, hier alle. Und nur ein Verbrennungsmotor hier, der erste, das erste Automobil und 13 Jahre später die gleiche Passage. Da gibt es nur ein Pferd da hinten, hier, und der Rest sind alles Autos. Und so schnell wird das hier bei uns auch gehen. So, und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen Journalismus, das habe ich ja auch schon angepriesen. Wir werden Journalismus genau betrachten, denn ich bin unabhängig, ich kriege von niemandem Geld dafür, was ich hier mache. Aber hier, die Zeitungen, die schreiben Sachen, Fiat kickt Tesla vom Thron. Neuzulassung Elektroauto Januar. Ihr wisst ganz genau, das meistverkaufte Elektroauto letztes Jahr war das Tesla Model 3. Und hier tut man jetzt so, bei den Elektroauto Neuzulassung gibt es im Januar einige faustdicke Überraschungen. Was ist denn daran eine Überraschung? Das weiß man schon seit 2 Jahren, seitdem die Autos aus Shanghai kommen, dass die Schiffe immer erst Mitte Februar ankommen und dann im Februar und März die Auslieferungen sind. Und im Januar, April, August, Juli und September ist Flaute. Beziehungsweise Oktober ist Flaute, weil einfach die Schiffe nicht da sind. Ja, und jetzt schreibt man hier, Fiat kickt Tesla vom Thron. Was soll das? Der Fiat 500e, der hat es gar nicht nötig. Ein schönes kleines Auto. Die paar Tausend haben gereicht, um im Januar die Nummer 1 zu sein. Im nächsten Monat werdet ihr sehen, das ist lächerlich. Genauso hier, BMW iX 2022 Review shows a Tesla Model X how innovation's done properly. Das ist ein absoluter Witz. Das ist zwar ein schönes Auto, ist toll. Es ist wahnsinnig gut, dass BMW endlich einen richtigen SUV hat, der komplette Design ist, aber Innovation done properly. Was ist denn am Model X nicht done properly? Es ist viel innovativer, denn es hat bessere Software, es hat einen besseren Antrieb. Es ist leichter, es ist aerodynamischer, es hat bessere Software over the air, es hat eine Navigationsplanung, es hat viel größere Bildschirme, es hat Flügeltüren, es hat in allen Sparten ist es der Benchmark, es hat eine größere Reichweite und es kostet auch noch weniger. Also von daher, das so zu schreiben, ist einfach nur blöder Journalismus, würde ich das mal sehen. Genauso hier, Ford's Electric Mustang. Die Katzen, muss ich ein bisschen, die Ford Electro überholt Teslas Model 3. Ja, in was denn? Bestimmt nicht in Zulassungszahlen, bestimmt nicht in Innovation, bestimmt nicht in Design, in Aerodynamik, sondern nur in einem Verbrauchermagazin Consumer Report. In einem der nächsten Sendungen zeige ich euch mal einen richtigen Consumer Report von Leuten, die die Autos auch wirklich besitzen und nicht nur irgendwo abstimmen. Also hier hat man sich wieder einen Consumer Report rausgesucht und da ist Tesla halt hinter Ford und deswegen dieser Artikel. Genauso Journalismus hier von den Chefredakteuren. Mercedes lässt den Elektromuskel zucken, müssen sich jetzt Tesla und Co. fürchten. Ich möchte mal wissen, wer Co. ist, denn es gibt nur Tesla und die anderen, die dem Pionier folgen. Und wieso sollte sich jetzt Tesla fürchten, weil Mercedes ein EQS oder ein EQE oder ein EQC oder EQA rausbringt? Erstmal,
Das Ziel von Elon Musk ist Sustainable Transport und jeder, der Stromer baut, ist willkommen. Er sieht das nicht als Konkurrenz, sondern er ist derjenige, der alle motiviert hat, jetzt auch so Autos zu bauen. Also erstmal gibt es gar keine Konkurrenz. Und wenn das eine große Automotorsport nicht erkennt, dass Tesla das nicht zur Konkurrenz macht. Tesla baut keine Autos, um damit Geld zu verdienen, sondern Tesla baut die Autos, um den Klimawandel zu stoppen. Das ist so, das könnt ihr im Impact Report nachlesen, die Motivation. Ich habe das aber auch schon mal gesagt, wir können da gerne auch nochmal drüber reporten. Ansonsten BMW und Mercedes bilden die Spitze. Was für eine Spitze? Bestimmt nicht in den Verkaufszahlen. Bestimmt nicht in den Anteil der Elektroautos in ihrem Portfolio. Das sind alles so Sachen. Aber so viel dazu, das gucken wir uns alles in Ruhe mal an. Und jetzt noch ein paar lustige Szenen für euch zum Abschluss. Und dann ein kleiner Outlook. Wir werden Markus Lanz, Richard David Precht, schätze ich sehr, sehr intelligenter Mensch, Philosoph, einer der intelligentesten, die momentan noch leben. Er äußerte sich auch über Elektromobilität. Und das kann man leider nicht so stehen lassen, denn jeder muss in seinem Gebiet schon ein bisschen Fachwissen haben und das, was er da sagt, kann man so nicht lassen. Dafür bin ich da. Da sehen wir uns das nächste Mal. Ich möchte es nicht zu lang ziehen. Jetzt noch ein paar lustige Szenen zum Abspann und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr lasst den Like-Button da, das hilft dem Video und ihr seid hier bald Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Servus. Tatsächlich haben ja deutsche Politiker und Autohersteller beim Thema Elektromobilität jahrelang gepennt. Jetzt heißt es nur noch panisch: E-Zopft ist, Freunde. Ja, ich meine, klar, VW und Co. haben mit einer gesunden Portion krimineller Energie den Diesel versenkt. Da muss ein Ersatzprodukt her. Findet auch der Wirtschaftsminister und zitiert ein bekanntes Sprichwort. Gerade in den Städten gibt es riesige Einsatzmärkte für Elektrofahrzeuge. Ja, und wenn die großen Automobilhersteller sich nicht beeilen, dann werden kleinere ihnen ganze Stücke Kuchen vom Brot nehmen. Ja.